Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo wurde eingesendet von Lalingla. Und Lalingla schreibt auch eine schöne E-Mail für uns, nämlich schreibt sie Magic Forest, der Zoo für magische Kreaturen. Einen schönen Tag, Dandy. Nun habe ich all deine Ich bewerte eure Zoos Videos angeschaut und mir gefällt dieses Format sehr. Ein großes Lob an dich, du gibst dir echt jede Menge Mühe und es macht mir immer Spaß zuzusehen. Nun habe ich mir meinen eigenen Magie-Zoo gebaut. Er heißt Magic Forest und erinnert an einen Elfenwald. Auch die Tiere sind nicht normal. Bei mir gibt es Chimären, Phönixe und Drachen zu sehen. Alle haben ihren eigenen Namen bekommen. In meinem magischen Wald habe ich mich vor allem auf die Gestaltung, Atmosphäre und die Lichtspielereien in der Umgebung und Gehege konzentriert. Darum sind es nur wenige Tierarten. Wildkatzen, Vögel, kleine Äffchen und Wölfe. Auch kannst du fliegende Felsen, ein Pilzdorf, eine Eisebene, den Phönixpark und vieles mehr sehen. Am Tag ist der Zoo ein Wald und bei Nacht verwandelt er sich in einen magischen Wald. Also unbedingt den Nachtmodus noch anmachen. Dann kommen noch so ein paar Dinge für mich und dann schreibt sie noch, nicht vergessen, deinen Flugbesen beim Zooeingang abzustellen. Vielen Dank für deine tollen Videos und liebe Grüße, Lalingla. Das klingt ja mal ganz besonders, was ganz anderes. Ich freue mich sehr auf deinen Zoo und wir müssen gleich mal schauen. Ich denke mal, wir werden den dann ausnahmsweise mal bei Nacht besichtigen und dann am Ende nochmal bei Tag drüber schauen. Ist, denke ich mal, die richtige Entscheidung, weil ich möchte natürlich den magischen Wald sehen und nicht den normalen Wald. Und ich würde sagen, genau das tun wir jetzt. Und da sind wir schon im Magic Forest angekommen. Und das ist mal ein ganz anderer Eingangsbereich so. Also es sieht schon sehr bepflanzt und bewaldet aus und auch sehr bunt von der Beleuchtung. Sehr cool. Das ist auch der erste Zoo, den wir jetzt bei Nacht besichtigen werden. Leider kommen jetzt hier gerade ziemlich viele Menschen. Den sieht man nicht ganz so viel. Das ist ja auf jeden Fall ein süßes Welcome-Schild. Und ja, hier vorne wäre normalerweise der richtige Eingangsbereich. Aber den hast du entfernt. Hier hast du, glaube ich, auch einen Weg zu viel entfernt. Aber das gehört ja nicht wirklich zum Zoo. Deswegen ist das eigentlich ganz egal. Wir gehen mal hinein. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ist mal was ganz anderes. Wir hören hier auf jeden Fall schon mal Wassergeplätscher. Oh, da ist eine fliegende Insel, oder? Schaut mal hier, hier ist eine fliegende Insel. Cool. Ist auch alles schön bunt beleuchtet. Oh, hier, die schwebt leider ein bisschen. Aber in so einem Magic Forest kann man das, glaube ich, auch verzeihen, wenn mal der ein oder andere Gegenstand schwebt, weil hier ist nichts normal. Besenparkplatz. Ah, wie cool. Das ist ja eine coole Idee. Hier sind so Kessel und da wurden dann so Besen abgestellt. Das meintest du auch gerade in der E-Mail. Das heißt, man kommt hier entweder in deinem Zoo mit dem Besen an und lässt dann seinen Besen hier stehen und geht dann in den Zoo. Oder man nimmt sich hier so einen Besen und besichtigt mit dem Besen den Zoo. Könnte beides sein. Könnte ich mir beides vorstellen. Oh, die Bäume und Büsche, die wachsen auch crazy hier. Schaut mal, die wachsen so richtig waagerecht heißt es, glaube ich, ne? Ja, waagerecht statt senkrecht. Das ist ja krass. Das ist halt aber auch absichtlich, ne? Die Bäume wachsen alle krumm und schief und sowas. Das ist schon cool. Das ist mal was ganz anderes. Also ich freue mich richtig gerade auf deinen Zoo, weil der einfach komplett anders ist. Und an dem Baum sieht man das sehr gut. Der wächst einfach an so einem Busch und komplett schräg. Schon sehr cool. Da ist der Mond. Jetzt müssten die Wölfe schreien. Hier sind nochmal ein paar Snacks für die Besucher. Gott, das ist ja alles crazy. Das ist einfach so eine Uhr. Richtig cool. Ah, ich freue mich schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, Leute. In den Magic Forest. Auch ein sehr schöner Eingang hier. Sieht echt cool aus. Schön beleuchtet hier. Die Schrift gefällt mir sehr gut. Ist so sehr schön kombiniert. Dann mit den Lampen noch und diesen ganzen Effekten und Details. Hier fallen auch noch so Blätter runter. Das hast du schon echt cool gemacht. Sehr atmosphärisch. Gehen wir hier rein oder gehen wir hier rein? Rosa Phönix, begehbares Gehege. Komm, wir gehen erstmal hier rein. Seiteneingang. So, die Tür ist offen. Let's go. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ne? Rosa Phönix. Kann ich mir ja so gar nichts drunter vorstellen. Also ich weiß, was ein Phönix ist, aber wie macht man sowas in Planet Zoo? Sehr schön beleuchtet hier auch. Gott, was ist das? Ist das so ein Futter? Ne, das ist ein Nest, oder? Soll das vielleicht das Nest sein von dem Phönix? Könnte ich mir gut vorstellen. Oha.
Bin jetzt echt gespannt. Also das ist gerade was ganz Neues. Werden uns das gleich auch nochmal alles bei Tag angucken. Oh Gott, sind hier viele Menschen. Ah, sind Flamingos sind da. Sind das etwa die rosa Phönixe? Ach, ist ja alles hier mit Blumen abgesteckt und so. Ist auch alles sehr verwuchert, aber ich glaube, das ist auch gewollt. Also das finde ich auch nicht mal schlimm. Das ist halt alles sehr mystisch und verwuchert. Wow, das sieht aber cool aus. Hier schwimmen die Flamingos. Die Phönixe. Ne, finde ich cool. Hast du schön gestaltet. Im Hintergrund das Wasser, was darunter plätschert. Hier überall beleuchtet und so. Immer dieses rosa Licht. So immer indirektes Licht so ein bisschen. Das finde ich schon echt cool. Hier so ein kleiner Steg, Seerosen. Gefällt mir. Tolle Atmosphäre. Ich glaube, ich werde hier auch ganz viel übersehen, weil es alles sehr verwuchert. Gott, hier ist so dunkel. Nicht, dass hier gleich was aus der Dunkelheit geschossen kommt auf uns. Oh, ist es gerade heller geworden? Ich glaube, meine Augen haben sich gerade an die Dunkelheit gewöhnt oder so. Hm, auch nicht schlecht. Gehen wir mal weiter. Wie das aussieht. Das ist schon krass, ne? Das ist halt echt mal was ganz anderes. Das ist halt kein normaler Zoo. Ich mach mal kurz hier diese Meldung weg. Sonst sind die mir im Weg. Und hier sind auch noch, Phönixe. Nenne ich sie mal. Cool. Das sieht auch cool aus, das Ding hier. Ich mag das, dass du hier noch so Qualm und so eingebaut hast. Ist das normal bei diesen Kesseln? Oder muss man... Ja, das hast du wahrscheinlich selber eingebaut, ne? Sind so kleine Details, die aber echt viel ausmachen. Ist auch ein tolles Haus hier, vom Stil her. Cool. Sehr schön. So, gehen wir mal weiter. Oh Gott, geht's denn hier weiter? Ich sehe den Weg nicht mehr. Ach, hier. Let's go. Wenn wir jetzt gleich in den Zoo direkt reinkommen, würde ich aber fast sagen, dass wir umdrehen und nochmal den richtigen Eingang benutzen. Wie das alles verwuchert hier ist. Es sieht aber schon echt cool aus mit der Beleuchtung, auch so im Hintergrund und so, oder? Und hier die Wolken, wie sie vorbeischweben. Das ist schon Hammer. Ist halt mal was ganz anderes. Ich find's aber cool. Wow, cooles erstes Gehege, hat richtig Spaß gemacht. Oh mein Gott, wie cool das aussieht. Wow. Oh mein Gott, lasst das einfach mal auf euch wirken. Diese schönen Lichter, überall diese Effekte, die Blätter, die rumfliegen. Die Musik im Hintergrund ganz leicht. Wow, ich bin gerade echt geflasht. Wir gehen aber mal zurück, Leute. Ich will das vom Haupteingang besichtigen. Ich bin wirklich gerade geflasht. Also das war gerade... Ob sein Flamingo läuft hier so richtig selbstverständlich rum, als wenn er ein Mensch wäre. Cool. Ich wusste gar nicht, dass die so groß wie Menschen werden, Flamingos. Schaut mal, die sind halt von der... Krass, okay. Finde ich heftig. Das wusste ich nicht. Okay. Jetzt geht's aber los, Leute. Oh, hier links geht's auch nochmal irgendwo rein. Ja gut, würde ich sagen, erkunden wir links und dann gehen wir in den Haupteingang. Das habe ich gar nicht gesehen. Was gibt's denn hier? Blauer, rosa Phönix, begehbares Gehege. Hm. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das auch wieder Flamingo ist. Oder was soll das sonst sein? Wer zu sagen? Sieht schon krass aus mit der Beleuchtung. Immer diese rosanen Bäume, wenn die so angestrahlt werden, das sieht so cool aus im Dunkeln. Die Bänke hier im Boden und so. Aber in so einem Zoo kann man das halt überhaupt gar nicht bemängeln, wenn da mal irgendwas fehlplatziert ist oder so. Oder halt Rasen so durchschaut. Also ich empfinde es zumindest nicht als störend. Kann man natürlich bemängeln, aber... Hier ist alles anders. Ah, okay. Das sind die rosanen Phönixe und das sind die blauen Phönixe. Die Faue. Cool. Tolle Idee. Auch ein sehr ähnliches Gehege hier. Oh, schöne Musik hier auch. Ja, ist halt so ein bisschen symmetrisch hast du es gemacht. Links und rechts ein Flamingo-Gehege. Ist aber schon echt cool. Ist auch nochmal so ein Rad, was sich aber nicht dreht, warum auch immer. Ja, hier ist ein Schlafplatz für die Flamingos. Und dann geht es hier auch
in den Zoo. Ja, gehen wir nochmal zurück und jetzt geht's aber wirklich durch den Haupteingang. Also sehr cool bis jetzt. Ganz tolle Idee. Ist halt mal was ganz anderes. Jetzt geht's aber in den Magic Forest. Es ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Die Blätter fallen hier runter. Man hört im Hintergrund so ein bisschen Musik. Atmosphären-Sounds. Oh Gott, jetzt fängt es an zu schneien? Ich glaube, das wollen wir nicht. Oh nee, das wollen wir nicht. Uns ist hier gleich... Wobei das auch irgendwie cool ist, wenn es jetzt hier anfängt zu schneien. Aber wir stellen es trotzdem mal aus. Weil sonst ist hier gleich alles schneebedeckt. Dann können wir leider nicht mehr so viel erkennen. Das sneaken wir uns mal hier lang. Was sind das hier hinten für Gebäude? Das ist echt krass. Oh, schaut mal. Hier kann man sogar nochmal rumgehen. Und hier nochmal in die... Oh, was bleib ich denn hier so hängen? Meine Güte. Und hier in die Gehege reinschauen. Von den Phönixen. Da schwimmen sie. Hier kann man auch nochmal reingucken. Sieht schon echt cool aus mit der Beleuchtung. So, und jetzt kommen wir auf diesen großen Platz, wo wir sowieso gewesen wären. Den haben wir ja gerade schon auf uns wirken lassen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich alles sehr ansprechend finde. Pilzdorf. Was haben wir hier? Zuwo. Laienrundgang. Eisebene. Richtig cool hier mit der Beleuchtung. Sieht mega nice aus. Was haben wir hier? Kätzchenkappa. Lunawölfe. Sieht natürlich auch nice aus hier mit diesen ganzen beleuchteten Bäumen. Und hier sowieso. Phoenix Park Magic Cats. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Irgendwie spricht mich das gerade richtig doll an. Gehen wir mal hier rein. Gott, ich werde hier so viele Details übersehen. Aber den Zoo werde ich für euch hochladen auf jeden Fall. Der ist auch im Steam Workshop zu finden. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal selber erkunden. Ah, mir fehlt hier schon wieder echt diese Zwischenstufe im Lauftempo. Ich laufe jetzt hier einfach mal so ein bisschen mal schnell, mal langsam durch. Finde ich echt doof, dass man nur so schleichen kann oder mega schnell laufen kann. Was ist denn das hier? Ich kann das gar nicht erkennen. Ach, das ist ein Mitarbeiterweg. Okay, da gehen wir einfach mal nicht rein. Halt sehr dunkel. Was ist hier? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt in den Phönixpark. Gehen wir mal hinein. Auf jeden Fall schöne Musik. Schilddrache. Blauer Phönix und Schilddrache gibt es hier zu sehen. Fehlt nur, dass der blaue Phönix mal sein Gefieder zeigt oder seine Flügel ausweitet oder ausspannt. Komm, jetzt auf der Bank, das wäre perfekt. Schade, dass man das nicht beeinflussen kann. Das ist immer so toll, wenn die das machen, da freue ich mich jedes Mal. Da ist so ein kleiner Platz, wo man chillen kann und dann kann man direkt mit den Drachen und Phönixen hier so ein bisschen entspannen bei diesen schönen Beleuchtungen. Warte, ich kann die Schilder gar nicht erkennen, ist so dunkel. Zu Eingang, hier steht Magic Cats. Okay. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch mal ein paar Bänke, wo man entspannen kann. Hast du wirklich toll gemacht mit der Beleuchtung und so. Das ist halt mal was ganz anderes. So, jetzt geht's zu den Magic Cats, glaube ich. Geht es auf jeden Fall in irgend so ein Gebäude rein? Blauer Phönix. Wie das aussieht. Das ist schon krass. Kann man hier links auch nochmal die Tiere begutachten? Oh, da geht's nochmal. Ach nee, hier können die schlafen. Ah, ich verstehe. Das ist ein Schlafplatz für die Fabelwesen, sag ich mal. Hier ist eine Toilette. Baby Dragons, Magic Cats. Wo sind wir denn hier? Wir sind so unter einer Höhle, wo überall Wasser runtertropft. Auch cool, ne? Auch die Atmosphäre hier schon wieder. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Ich liebe ja solche atmosphärischen Sachen. Auch wenn es so ein bisschen verrückt alles ist hier, gefällt mir trotzdem echt gut. Halt so mega märchenhaft. Wo soll ich lang gehen? Geht's hier hin? Hier ist eine Toilette. Okay. Haben wir hier... Auch noch lang? Nee. Ich habe echt Angst, im Dunkeln Sachen zu übersehen. Falls ich was übersehe, dann tut es mir leid. Aber ihr könnt ja den Zoo, wie gesagt, selber erkunden. Okay, hier kommen irgendwelche Ranken runter oder sowas. Ja. Also man sieht aber schon, dass du dir viel Mühe gegeben hast.
dass das nicht einfach nur so hingeklatscht ist. Oh mein Gott, was ist denn das da hinten? Das sieht ja auch crazy aus. Das ist das Mitarbeiterweg? Ja. Die hast du auch immer sehr schön eingebaut. Magie zu Zoologie. Was zu sehen? Nee. Jetzt chillen einfach die Mitarbeiter. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich dachte, ich komme jetzt zu den Magic Cats. Bin ich verwirrt. Wo bin ich? Luna-Wölfe. Gott. Ah, hier sind, glaube ich, die Magic Cats, oder? Nee. Thunder Tiger. Oder zählen die zu den Magic Cats? Doch, Magic Cats. Okay. Wir haben nichts falsch gemacht. Perfekt. Sehr schön. Hier haben wir den Thunder Tiger. Kommen wir doch mal hinein. War cool. Das wirkt echt toll hier. Überall auch so ein bisschen Musik im Hintergrund. Auch wieder ein ganz anderer Baustil hier mit diesen Säulen und so. Jetzt schaut ein bisschen Wasser runter. Und da sind sie. Die Tiger. Auch eine tolle Brücke hier. Also diese Beleuchtung, die gefällt mir echt sehr gut. Oh, hier ist ein Tier in Not. Hä? Wo bin ich jetzt? Oh mein Gott, achso, ich habe das jetzt angeklickt, das ist nicht gut. Ne, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Ups, jetzt bin ich irgendwie in die Außenperspektive gekommen, aber hier ist gerade ein Mitarbeiter, also perfekt. Können wir direkt wieder... Was mache ich jetzt hier? Oh, Mitarbeiter wurde gefeuert. Ups, ich habe die falsche Taste gedrückt. I'm sorry. Aber jetzt ist er traurig. Jetzt habe ich ihn aus Versehen rausgeschmissen. Hier geht's aber auch hoch und so. Oh, hier kann ich gar nicht hochlaufen. Ah, die können hier auf jeden Fall hinklettern auch noch, die Thunder Tiger. Nicht schlecht. Finde ich cool. Weiter geht's. Was haben wir hier noch? Ein paar Essensläden. Auch schön eingebaut, schön mystisch. Überall schöne Musik, schön beleuchtet. Oh, hier sind nochmal Toiletten. Genau, hier geht's auch nochmal rein, ums Eck. Na, selbst das hast du gestaltet. Schön gemacht. Mitarbeitergang wieder versteckt. Und hier geht's einmal steil hoch. Boah, das ist aber schon sehr steil. Oh, hier haben wir das nächste Kätzchen. Speienfeuer, Dragonlion. Oha. Ja, ich halte lieber Abstand. Deswegen ist hier wahrscheinlich auch so viel Wasser, damit die Besucher nicht... selbst die Kleinen speien wahrscheinlich Feuer. Diese Musik dazu ist auch echt passend. Mega. Ich find's cool. Also ich find's wirklich cool. Hier ist auch ein schwebender Kürbis. Hier laufen sie alle rum. Ich würde da gerne mal reingehen, aber ich glaube, ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht runter. Aber macht ja nichts, Leute. Gut. Vielleicht kommen wir hier rein? Ja, hier kommen wir rein. Perfekt. Schauen wir uns das Gehege mal an. Oh, da schläft die Mama. Cool. Der Mond im Hintergrund. Ein Wasserfall. Hier oben geht eine Brücke lang, wo die Leute langlaufen können. Sehr cool. Gehen wir wieder zurück. Hier waren wir, ne? Ja, perfekt. Hier können wir nämlich jetzt auch nochmal... Thunder Tiger. Leuchten in der Nacht. Oh, okay. Es wäre natürlich cool, wenn man den Tieren wirklich irgendwie mit Mods solche Eigenschaften geben könnte. Stell dir das mal vor, wenn die jetzt hier leuchten würden. Wie cool das wäre. Finde ich aber cool, dass du hier oben nochmal so einen Gang gebaut hast. Gut, dieses Geländer hier, dieses hier, hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr in das andere Geländer reinbauen können. Das ist ein bisschen unpraktisch hier platziert. Aber ansonsten schon sehr cool, wenn man sich das so von hier oben anguckt. Nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Oh, ich liebe Musik. Oh, hier ist nochmal Untergrundviewing. Oh, hier ist auch gestaltet, wie cool. Und auch beleuchtet. Kann man sich die Tiger dann auch nochmal angucken. Ich glaube, das ist wirklich so bis jetzt der verrückteste Zoo, den wir je besucht haben. Aber gefällt mir echt gut. Ist wirklich sehr kreativ und eine tolle Idee. Steht da? Police? Fuchs? Box? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Kann ich leider gerade nicht zuordnen. So, was ist das hier? Aussichtsplattform. Oh, okay. Hier geht's hoch.
über eine steile Treppe. Oh, dieser Wasserfall. Oh, schade, hier fehlt ein bisschen Musik. Aber trotzdem sehr cool. Oh, das sieht schon cool aus hier mit diesen ganzen Klettersachen. Und dann der Wasserfall, wie der aussieht. Oh mein Gott. Crazy, also wirklich. Richtig cool mit der Beleuchtung. Der wirkt auch richtig mystisch. Das sieht so, ich weiß nicht, der sieht ganz anders aus, so, der Wasserfall. Als ein normaler Wasserfall. Was sind denn hier für Tiere drin? Wo verstecken sie sich? Ich weiß es nicht. Werden wir hoffentlich gleich rausfinden. Erstmal hier wieder zurück. Ja, Goonies haben wir hier drin, okay. Kann unsichtbar werden. Okay, das sieht man. Deswegen sehen wir keine Yagunis. Ich glaube, hast du hier Tiere reingemacht? Ich finde das irgendwie cool, wenn du hier keine reingemacht hast. Okay, da hinten ein. Na, zwei. Hier liegen noch mehr. Okay. Ich hätte sogar verstanden, hättest du hier gar keine Tiere reingemacht. Weil dann hättest du ja den Effekt, den die haben, so ein bisschen dargestellt. Aber ist auch so ziemlich cool. Oha, wo sind wir hier? Jetzt nochmal essen, trinken. Geht's hier wieder zur Aus... Hier hättest du vielleicht die Schilder mal noch ein bisschen beleuchten können. Das kann ich als kleinen Kritikpunkt anäußern. Wäre praktisch gewesen, weil es halt so dunkel ist. Magic Cats, Phoenix Park, haben wir gerade gesehen. Zu Eingang, Luna-Wölfe. Das Bebende. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt hier gleich zurückgehen und dann uns vom Eingang wieder fortarbeiten, auch wenn das hier echt einladend aussieht, muss ich sagen. Kurz einmal sneaken hier, wie das aussieht. Wow, okay. Ich bin gespannt auf den Bereich, wirklich. Ganz toller Zoo bis jetzt. Magischer Hut. Was steht da unten? Ich leider nicht sehen, was sich das Kind da gerade freut. Mal sehen, was sie jetzt für einen Hut kriegt. Bin ich aber mal gespannt. Oh, jetzt haben sie alle einen Hut. Cool. Verwandlungstränke. Kappa können unsichtbar werden, begehbares Gehege. Okay, gehen wir da mal rein. Sind auf jeden Fall Toiletten und alles. Das sind Makaken, oder? Ja. Oder Makaks, Makak. Ne, Makaken war, glaube ich, richtig, ne? Ich weiß nicht, was ich reingeschrieben habe. Oh, sehr schön aus. Hast du alles mit dem Arctic-DLC gebaut, mit den Eisern? Oh, wie hoch das geht. Oh mein Gott. Ist halt auch cool, dass du in so einem Magic-Zoo auch alles so unrealistisch abstützen kannst. Dadurch wirkt es halt sehr mystisch. Hast du echt cool gemacht. Okay, kann man so ein bisschen reinlaufen. Das ist schön. Kann man da auf Toilette gehen im Gehege. Das Mitarbeitereingang. Hier kann man das dann nochmal von außen sehen mit dem Mond im Hintergrund. Ach nee, das geht hier sogar durch. Okay, ich glaube, ich habe einfach den Durchgang gerade nicht gesehen. Grauer Basilisk. Okay. Ah, schauen wir uns jetzt nicht an. Ist aber trotzdem schön gemacht, ja? Was gibt's denn hier alles zu sehen? Ist auch alles so verwinkelt. Ich habe echt Sachen zu verpassen. Hast du aber cool gestaltet hier alles. Hier gibt es dann noch mehr Tiere. Na, welche ist es? Müsste die Todesotter sein. Ja. Der schwarze Kopf. Breiter schwarzer Kopf, Todesotter. Breiter Kopf und nicht schwarz, das ist dann die Puffotter. So habe ich mir das mittlerweile gemerkt. Hier plätschert das Wasser. Ach, hier ging es durch. Okay. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Ist natürlich sehr verwinkelt hier. Hier kann man dann auch nochmal hochlaufen sogar. Abkürzung Pilzdorf. Oh, da kommen wir auch noch hin. Gott, ich verlaufe mich, Leute. Oh, da sind die Pilze. Ich glaube, ich will aber wirklich eher zum Eingang zurück, muss ich sagen. Und mich von da aus nochmal orientieren. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter. Deswegen gehe ich mal hier wieder zurück auf den Weg. Was haben wir denn hier? Ist das alles verwinkelt? Ich meine, du hast ja alles ausgeschildert und so, aber hier ist einfach so viel Information. Alles ist cool. Nochmal Toiletten und so. Also gibt es einfach so viel zu entdecken. Dadurch verläuft man sich, glaube ich, schnell. Ist aber echt schön gestaltet alles. So, ich hoffe, wir kommen jetzt mal zum... Okay. Hi. Wie geht's? Wie steht's? So, hier sind die Luna-Wölfe.
Hier laufen wir mitten drüber über das Gehege. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Richtig interessant, die Dinger hier. Achso, sie hat auch noch reingeschrieben in E-Mail. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin vorgelesen habe. Das sind die Luna-Wölfe. Dass sie Workshop-Objekte verwendet hat, aber diese immer angepasst hat so ein bisschen und sowas. Also wenn ihr hier irgendwas aus dem Workshop seht, wird das wahrscheinlich so ein bisschen angepasst sein. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Finde ich immer völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin vorgelesen habe. Ich versuche ja immer, die E-Mail so gut wie es geht auf die wichtigsten Informationen zu kürzen. Weil die Videos ja sowieso immer schon sehr lang sind. Auch schön hier aus. Magische Hüte. Magische Lektüre. Interessant. Feuerkätzchen. Ich glaube, so einen haben wir gerade schon gesehen. In freier Wildbahn hier bei den Menschen. Oder sollte ich eher sagen, bei den Hexen mit ihren Besen. Sind wir heute auch eine Hexe. So. Erkunde natürlich wieder jedes Gehege, auch von innen. Wo sind sie denn? Sind die alle ausgebüxt? Kann das sein? Könntest du mir vorstellen? Ah, da sind sie. Da klettern sie herum. Sehr süß. Ah, jetzt sind wir unter diesen Dingern. Ah, okay. Das ist echt schade. Ich würde das eher von der anderen Seite gerne erkunden. Also von hier. Gehen wir mal bis hier zurück. So. Hier wären wir nämlich normalerweise lang gegangen. Finde ich irgendwie ein bisschen schöner, weil ich das echt cool finde, diese drei Wege hier zu haben. Das mag ich echt gerne. Boah, da können die ganz hochklettern, die Varis. Das ist ja mega cool. Deswegen habe ich die, glaube ich, auch gerade nicht gesehen. Wollen wir mal kurz gucken? Haben wir hier diese... Ist das jetzt die Tiersicht? Ja. Ne, da oben ist aber keiner. Wow, finde ich aber cool, die Idee. Und dann kann man die hier nochmal sehen. Oh, Katas sind hier auch drin. Feuerkätzchen und wie heißen die anderen? Knuddelkätzchen, oh. Seidenglattes Fell ist deren Eigenschaft. Ja, die würde ich gerne streicheln. Ja, auch mega cool gemacht. Sieht echt toll aus. Gehen wir mal jetzt den dritten Weg. Ich glaube, den zweiten Weg haben wir jetzt hier gerade von hinten abgearbeitet. Aber jetzt gehen wir mal in den letzten Bereich. Das ist das Pilzdorf, das Zowu-Laien-Rundgang und die Eisebene. Das sieht auch echt beeindruckend hier aus, ne? Kann man nicht anders sagen. So, hier einen Schluck getrunken. Dabei diese schöne Ansicht genossen. Jetzt gehen wir mal hier durch. Ey, wirklich cool mit der Beleuchtung und so. Hast du dir so viel Mühe gegeben. Kann man hier was sehen durch? Nee. Ah, hier kann man die Feuerkätzchen nochmal sehen von... der Rückseite des Geheges. Hier gibt es auch wieder zwei Abkreuzungen. Ja, hier. Die Schilder sind leider wieder nicht beleuchtet. Laienrundgang. Eisebene Pilzdorf. Ich glaube, wir gehen erstmal den Laienrundgang. Wieder schöne Musik. Oh Gott. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall gefährliche Tierchen. Gibt es hier ein Schild zu? Da hinten sieht man schon das Pilzdorf. Darauf freue ich mich auch schon. Mega coole Idee. Hexenhaus. Oha. Gehen wir erstmal hier rum. Okay, ich glaube, hier gibt es noch mehr zu entdecken, als ich mir vorstelle. Ich würde gerne ein Schild sehen, wie die heißen. Ob ich das übersehen? Ich weiß es nicht. Gehen wir ins Hexenhaus rein. Schauen, was uns hier erwartet. Alles bepflanzt und bewuchert. Oha. Ah, hier können die Tiere auch rein sogar. Gott, sorry für mein Rumgekrüppel hier. Ich bleib hier irgendwie an den ganzen Ecken und Kanten hängen. Oh, hier geht's schon ins Pilzdorf, so wie es aussieht. Oha, ey. Gehen aber erstmal in diese Richtung weiter. Es ist halt auch echt ein bisschen verwirrend, aber das sorgt ja auch für diesen magischen Effekt. Man weiß halt nie, wo man ist und überall ist was Cooles zu entdecken. Das sieht so cool aus, wirklich. Richtig coole Idee. Ah, hier sehen wir das Pilzdorf im Hintergrund. Hier haben wir auch Löwen. Oder Tiger. Ne, Löwen sind hier sogar. Schade, hier fehlen aber echt die Schilder. Ich fand das echt cool mit den Schildern, dass du jedes Tier nochmal benannt hast extra.
Ich habe aber eher das Gefühl, dass ich das Schild übersehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es vergessen. Oh, wie cool diese Gebäude auch aussehen. Hammer. Bin ich gleich gespannt, wenn wir uns die von oben angucken. Sehen auch echt gut aus. Ich weiß nicht, ob ich hier Schilder verpasst habe, aber wir gehen jetzt den anderen Weg. Haben wir den nämlich gemerkt. Wir gehen nämlich jetzt... Wie hießen die? Im Schild. Zowu und Laienrundgang. Okay, ich denke mal, die Tiger heißen dann Zowu. Und die anderen heißen einfach Laien. Eisebene und Pilzdorf. Also die Schilder würde ich auf jeden Fall nochmal beleuchten. Echt praktisch. Jetzt geht's zum Pilzdorf. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein richtiges Highlight. Was haben wir hier? Ist das ein Mitarbeiterweg? Ja. Die hast du immer echt gut versteckt. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott. Aus wie vielen Einzelteilen besteht so ein Pilz? Das sieht aber schon cool aus. Überall auch dieser Nebel und Rauch. Das trägt auch viel zur Atmosphäre bei. Boah, ich gehe ein bisschen in den... Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Leider ist diese Ticketcam manchmal ein bisschen verbuggt. Man in den Boden reinglitscht. Sieht aber auch schon alles echt cool aus. Oh mein Gott, ist das nice mit der Beleuchtung. Sind wir im Pilzdorf. Überall dieser Nebel. Cool. Hier gibt es dann nochmal einige Butterbeer. Buttertankstellen. Hier gibt es nochmal einige Fresssachen. Light Potion. Kann man dann leuchten, wenn man die trinkt. Was? Twibel-König. Ich kenne viele Dinge davon gar nicht. Hey, das ist halt wirklich cool mit diesem ganzen Rauch, Nebel und der Beleuchtung. Finde ich echt toll. Hier gibt es so viel zu entdecken. Life Potion. Mana Potion. Können wir nochmal diese Box sehen? Was steht denn da jetzt hier? Wahrscheinlich auch aus irgendeinem mystischen Film irgendeinen hier so ein Easter Egg. Aber ich kenne wahrscheinlich den Film nicht oder so. Oh, wie hell diese Pilze einfach sind. Ich habe echt Angst, hier Wege zu übersehen. Das sind Mitarbeiterwege. Okay, alles cool. Gehen wir mal da hinten lang. Ganz toller Plaza hier. Für die Menschen. So toll gemacht. Eisebene. Jetzt geht's hier rein. In die Eisebene. Das ist, glaube ich, der letzte Bereich. Oh, wie hoch es hier geht. Auch cool. So, Eisebene. Abkürzung. Da waren wir da vorhin auch, oder? Ja, genau. Hier hätten wir vorhin lang gekonnt. Oh, hier ist aber auch alles verwinkelt. Das ist echt krass. Kann ich aber wirklich bei diesem Motto nicht als Negativpunkt ansehen. Hier waren wir auch schon, oder? Weiß es nicht. Nee, waren wir nicht. Friert gerne Leute ein, Eiskatze. Cool. Sieht auch Hammer aus mit dem Wasserfall, der Beleuchtung dahinter. Eingefroren werden möchte ich aber nicht. Kälte ist nicht so schön. So. Gott. Pilzdorf, Ausgang. Fountain Park Magic Cats. Niffler Kappa. Niffler, haben wir den gesehen? Ich glaube schon. Waren das nicht Magic Cats? Rundgang Kristallwölfe. Oha, ey. Ich werde mich so verlaufen. Geht das hier rein? Mitarbeiterweg, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, wir gehen mal hier ran. Hier lang. Das sieht einladend aus. Ah, diese schöne Musik dazu. Wir haben ein paar Läden. Bisschen Fackeln, Feuer. Versuchen wir jetzt hier ein bisschen das Tempo anzuziehen. Ich irre hier schon sehr lange herum. Aber ich genieße das auch. Sieht cool aus hier mit der Felsarbeit. Das hast du toll gemacht. Jetzt die Kristallwölfe. Polarwölfe. Auch cool hier mit dem Wasserverlauf von hier oben bis nach unten durch. Ja, ein sehr cooles Gehege. Im Hintergrund alles beleuchtet. Wow. Also diese Beleuchtung ist echt cool. Die gefällt mir richtig gut. Oh. Ah, okay. Die können hier in dem Haus schlafen. Und das kann man dann hier auch nochmal sehen. Das ist ja cool. Schild können wir leider nicht erkennen. Ist leider sehr dunkel. Geht denn hier? Okay, jetzt kommt's wieder. Kristallwölfe haben einen eisigen Atem.
Sie frieren gerne Felsen ein. Okay. Cool. Auch ein interessantes Geländer, was du hier gebaut hast. Okay, ich glaube, das war auch einmal so ein Rundgang um das Gehege. Aber auch coole Idee, dass man dann da hinten nochmal in das Gebäude rein kann, wo die dann schlafen können. Das ist das Wolfhaus. Cool gemacht. Das war der Wolfrundgang. Gehen wir mal zurück. Müssen wir mal gucken, dass wir uns nicht verlaufen. Haben wir hier runtergeguckt, Jana? Ach ja, das waren die Kätzchen. Sind wir wieder im Pilzwald? Haben wir jetzt... Eisebene? Ne, ich glaube, wir haben alles gesehen, oder? Haben wir den Pilzwald... Was ist denn da oben? Ach, das ist ein Scheinwerfer. Ich dachte, ich komme gerade, was schwebt da? Ich glaube, hier hatten wir alles gesehen, ne? Komm, Leute, wir schauen jetzt einfach mal von oben. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Also, ich hoffe es wirklich. Ich glaube nicht. Wir schauen jetzt mal uns das Ganze von oben an. Ich bin jetzt auch mega mäßig gespannt. Also, es ist jetzt gar nicht so groß, aber man sieht schon, wie toll das beleuchtet ist. Hat echt Spaß gemacht, wirklich. Ganz tolle Idee, die du da hattest. Wo ist denn der Eingang hier? Wo war der Eingang? Gute Frage. Ach, hier ist der Eingang. Okay. Hier sind wir nämlich reingegangen. Hier hatten wir dann die Phönixe. Und dann gibt es diese drei Abzweigungen. Einmal nach links, rechts, geradeaus. Das sieht schon wirklich cool aus, ne? Von der ganzen Beleuchtung und so her. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich einiges übersehen habe. Aber wie gesagt, das Ganze ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr den Zoo hier auch mal gerne ausprobieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Macht richtig Spaß, den zu besichtigen. Toller Baustil hier auch bei dem Haus. Die Beleuchtung ist wirklich der Hammer. Finde ich richtig cool. Und das haben wir gerade gar nicht mehr gesehen. Wir waren hier, hier waren nämlich die Wölfe. Und hier hast du ja sogar nochmal die Mühe gemacht. Und hier oben so eine fliegende Insel gebaut. Auch mit Details, mit Häusern drauf. Ganz vielen Details. Boah. Sorry für die Kamera. Wir machen jetzt mal Tag. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal bei Tag an. Bin ich ja mal auf den Unterschied gespannt. Bei Tag soll es ja ein ganz normaler Wald sein, meintest du? Na, schaut mal, bei Tag sieht es halt wirklich schon wieder aus wie ein fast normaler Zoo, ne? Das ist schon krass. Und das Gebäude, die haben wir auch gar nicht mehr richtig gesehen, nur im Hintergrund immer. Gott, wer geht denn hier raus? Ist das ein Mitarbeitergebäude oder sowas? Sieht aber auch cool aus. Coole Idee. Oh, die Glocken klingeln, irgendwas ist ausgebüxt. Auch wirklich cool. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, diesen Zoo zu besichtigen. Der war sehr atmosphärisch, auch wenn viele Sachen unrealistisch waren, aber hat halt zum Motto und Thema gepasst. Und du hast auch dir sehr viel Mühe gegeben bei der Gestaltung. Auch wenn einige Dinge sehr verrückt sind, so wie das hier zum Beispiel. Nicht trotzdem cool, dass du sowas gemacht hast. Auf so viele Details. Guck mal hier, die Äffchen können bis hier oben hinklettern. Also wenn das nicht nice ist, hier ist der Pilzwald. Ach, ganz toller Zoo. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat richtig viel Spaß gemacht. Lalinga war dein Name, Lalinga. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Einsenden. Falls ihr den Zoo mal ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich den für euch verlinkt. Da könnt ihr ihn runterladen. Und ansonsten, falls ihr mal einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, dazu stehen auch alle Infos in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.